Meine liebe Community, DG Vapes Freunde, liebe Dampfer, einige von euch haben es vielleicht schon geahnt. Ich möchte euch mitteilen, dass in naher Zukunft ein Umbruch stattfinden wird. Aber erstmal ein Danke an meine Abonnenten, die regelmäßig meine Videos geschaut haben. Dank euch habe ich bis heute immer wieder Videos rausgehauen, weil ich wusste, da sind Leute, die das gut finden, was ich mache. Ihr seid die, die wertgeschätzt haben, dass ich meine Reviews objektiv und ehrlich bewerte. Ich habe euch keine Lügen aufgetischt, im Gegensatz zu manch anderen großen YouTubern, die ihren Hintern verkauft haben und für Kohle einfach alles erzählen würden. Ich nenne da jetzt auch besser mal keine Namen, sonst werdet ihr gleich 30% der Dampf-YouTuber in eurer Abo-Liste deabonnieren. Aber lassen wir diesen Unfug mal beiseite. Ich habe wirklich viele nette Hersteller und Shop-Betreiber kennengelernt, mit denen ich in regelmäßigen Abständen sogar geschrieben oder telefoniert habe. Ja, ein dickes Danke an diese Leute, da die mich regelmäßig unterstützt haben. Und ich hoffe, dass meine Reviews für euch auch zumindest eine kleine Unterstützung waren. Aber für mich endet hier der Weg. Aus zeitlichen Gründen muss ich das Ganze hier leider beenden. Das hört sich vielleicht im ersten Moment lustig an, aber ich bin groß geworden mit dem Gameboy in der Hand. Seit klein auf bin ich leidenschaftlicher Gamer. Das begleitet mich schon mein ganzes Leben. Und genauso ist es auch mit der Musik. Seit über 10 Jahren mache ich mit meinen Kumpels hobbymäßig Musik. Diese beiden Hobbys sind ein Teil von mir. Und das kann auch jeder bestätigen, der mich privat länger kennt. Das gehört einfach zu mir. Aber leider ist das alles neben der Arbeit gar nicht möglich. Deswegen hoffe ich, dass ihr versteht, warum ich nun einen anderen Pfad einschlagen werde. Um es kurz und knackig auf den Punkt zu bringen, ich werde aufhören, Reviews zu machen. In schriftlicher und auch in Videoform wird es sowas in Zukunft hier nicht mehr geben. Und wie ihr euch bestimmt selber denken könnt, fiel mir diese Entscheidung auch gewiss nicht leicht. Und ich hatte mir auch eigentlich zum Ziel gesetzt, den nächsten YouTube-Meilenstein zu packen. Das wären in dem Fall die 1000 Abonnenten gewesen. Das war ein Höhepunkt, auf den ich eigentlich zugearbeitet habe und den ich noch gerne mitgenommen hätte, aber ja, soll wohl leider nicht so sein. Das soll aber keineswegs das Ende sein, denn auf der anderen Seite wäre das Ende hiervon ein Anfang von etwas Neuem. Und ihr könnt mir glauben, ich habe mir monatelang den Kopf darüber zerbrochen. Ich habe mit vielen mir nahestehenden Menschen gesprochen und lange darüber nachgedacht, wie es weitergehen kann und soll. Und ich habe entschieden, mich wieder dem Gaming hinzugeben. Das bedeutet für euch, dass ich in naher Zukunft meinen YouTube-Kanal komplett umstrukturieren werde. Ich würde mich aber freuen, wenn ihr mich weiterhin begleiten würdet. So wie ihr es vorher hier auch schon getan habt, also wenn ihr Interesse am Gaming habt, würde ich mich freuen, wenn ihr bleiben würdet. Jeder, den das nicht interessiert, darf natürlich gerne deabonnieren. Da bin ich auch nicht sauer oder sonst was. Und ja, belassen wir es dabei. Ich denke, das war genug Info. Lasst euch in Zukunft keinen Mist andrehen, immer klaren Verstand bewahren, haut immer schön die Wolken raus, Leute. Vape on, vape safe, euer Dennis, ciao.